So, Andi, wohin geht's heute? Ganz mal an. Schick nach Madeira. Ab nach Madeira. Tschüss. Sieht man noch schön Würzburg. Ruhe vor dem Sturm. Schönen Koffer. Nächste Haltestelle, Rathaus. Piss dich. Hallo, neun. Spiegelt alles, das sieht richtig kacke aus. Ich grüße meine Oma. Ja. Check Wurf hier. Damit lässt sich wandern. Ja. Man sieht einfach nur dich im Spiegel. Ich oder mich? Dich. Perfekt, wenn ich ein Rudern bin. Schau mal schön. Andi. Hallo. You don't bring a sweatshirt when you're cold, but on your message you're only getting colder. Asking for your friends, but they don't know ya. Wear your heart on your sleeve and your shoulder. Looking for the blue sky in the summer. I was looking for a friend, not a lover. Always got my storms, but bring the thunder. And they're never gonna change, and I told ya. You don't bring a sweatshirt when you're cold, but on your message you're only getting colder. Asking for your friends, but wear your heart on your sleeve and your shoulder. Looking for the blue sky in the summer. I was looking for a friend, not a lover. Always got my storms, but bring the thunder. And they're never gonna change, and I told ya. Oh, you hear about me next time. Then she hit me with a K and did a next one. Hier sehen Sie einen guten Andi. Und wir sind jetzt hier am Gate, wo wir gleich losfliegen werden. Ich bin ja schon seine Kackfresse noch aufgefüllt. Schau dich doch selber mal an. Ja, ich sehe wenigstens nice aus. Ja, ich hab eine Rudolfsnase. Ja, wir haben es geschafft. Da ist unser Flieger. Hallo. Jetzt geht die Reise wieder los. Ja. So, können wir wieder heim, oder? Wo sitzen wir nochmal? 27 Uhr. Merkt ihr das Flugzeug gut? Das wäre das letzte Szenen, das du siehst. Wieso? Hast du drin? Hallo, tschüss. Hallo. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. Hallo. Hallo. Oh, Business Class, die sind mal falsch. Die sind schon richtig. Das ist Business Class? Oh, Schmutz. Das ist ja richtig die Abfertigung hier. Das ist Business Class, Leute. Hallo. Sehr lieb von dir, Andi. Oh ja, yeah. You're right. Upsala. Hallo. Hallo. 27. Ja, ganz ganz am Ende. Echt? Einmal ganz am Ende. Ja. Da hinten lebt es am besten, Alter. Ja. Okay. Ja, hier. Tag. Hallo.
Fortnite. Mal gucken, wo ich langlauf. Hui. Alter, sieht das gut aus. Ich glaube, der Bus fährt da unten irgendwo.
Also wir gehen jetzt erstmal einkaufen. Wir sind gerade erst angekommen und müssen jetzt erstmal ungefähr 10 Minuten laufen, bis wir zu einem Supermarkt kommen. Und da werden wir uns dann erstmal ein bisschen eindecken, ein bisschen Wasser kaufen, ein paar Lebensmittel, dass wir was zum Frühstück haben. Und dann schauen wir mal weiter. So, haben uns ein bisschen verlaufen, sind ein bisschen zu weit gelaufen. Viel Gepäck. Andi mies am Schwitzen. Hallo Andi. Moin, Meiche. Mies die Schweißperlen auf der Stirn. Übel. Aber hätten wir uns nicht verlaufen, hätten wir diesen nice Spot nicht gefunden. Also hat's auch was Gutes. Leider kommt es nicht so gut auf der Kamera rüber, aber es sieht trotzdem sehr schön aus. Servus. Wir sind hier in Funchal am Strand. Sehr schön. Oder nicht? Aber Funchal. Was sagst du? Ich bin schon fit. Sehr idyllisch. Kann man sich mal geben, ja. Mhm. Ja, das ist auch nichts Besonderes. Lass mal da runtersteppen. Digga, da bringt man Zeit wegen was. So wusste es nicht. Digga, lass es. Lass echt sein. Das ist nicht so gut. Halt mal kurz meine Tasche. Da ist auch meine Tasche drin. Nicht kaputt machen, sonst sehe ich nichts mehr diesen gesamten Urlaub. Kannst doch, es läuft noch. Achso. Hi. Das ist Checkers. So, jetzt du. So hoch war das nicht. Entspannt. Mach mal der danach machen. Wird's wurscht. Alter, da liegt aber safe aufs Maul. Wir haben von dem Auto weggeschrubbt. Einfach weggebracht. Alter, was ist denn da für eine fette Steinburg? Schön, schön. Alter, wie tief ist das Loch? Vulkan. Wie schön das aussieht. Lass mal ins Wasser gehen. Ja, ich will einfach nur mal gucken, wie warm das Wasser ist. Ist relativ warm eigentlich, das Wasser. Ist echt warm. Oh, voll angenehm. Okay, das war's mit meinen Schuhen. Jetzt küsst ihr. Hier sehen Sie einen dummen Deutschen, der versucht zu klettern und jetzt gleich mies auf die Fresse fliegt. Nummer 1. Schade. Hier geht's eine miese Runde. Warte, weiter rechts. Von hier aus rechts, so? Noch ein Stückchen höher. Ja! Und deine Hand wird einfach nicht fokussiert, es wird einfach nur der Katamaran fokussiert. Sieht sie nicht gut aus? Ja. Jetzt sieht es einfach nur dämlich aus. So? Aber einfach so? Nee. Ich schon noch drauf. Feels uncalled.
Und schmeckt's? Das freut euch. Ist es Medium? Medium hier. Oh, geil. Sehr geil. Ich hätte es aufnehmen sollen. Fühlst du dich da nicht beobachtet? Ich kann dich auch einfach hier hinstellen. Ich kann dich filmen. So. Was soll ich an? Die ist so sauer. Da wird man schon immer so, schmeckt wirklich kein mehr. Guten Morgen. Moin, moin, oder? Fit? Definitiv. Wir machen uns fett. Sandwiches mit Schinken und Käse, 500 Gramm Käse. Bodenlos viel Käse. Und Eistee mit Eiswürfel. Weil, krieg ich das vergönnt. Mach mal raus. Wie viele bei jedem? Zwei? Ja, schon. Und Sandwiches. Bin ich schon fertig? Ui, sehen gut aus. Mmh. Und dann auf aber auch gesund, muss aber auch noch hier filmen, auf gesund, beziehungsweise für mich eine Klassenflucht. Keine Ahnung, scheiße Schuh. Ach ja. Und der Andi hat sich eine Drachenfrucht gekauft. Mal gucken, ob ihm die schmeckt. Erstmal davon kotzen. Pitaya Vermelha. Ach, scheiße. Scheiß Eiswürfel. Ja, die musst du ein bisschen klopfen. Oder unten ein bisschen anwärmen, dann geht's auch. Sehr gut. Nein! Warte, meine Hose. Ah! Ich glaube, ich meine Hose. Schön ans Ei gedrückt, Alter. Das kannst du nehmen, das Glas. Scheiß drauf, Digga. Und sehr geiler Pfirsich-Eistee. Der Mango-Eistee noch besser. Beste. Nee, Pfirsich schmeckt besser. Ach, halt's mal. Den Bruder schmeckt noch besser. Jetzt mal. So, die tägliche Mutterspruch ist auch gegrissen. ich fühle mich halt richtig ungesund. Vorher angekündigt, wir wollen richtig gesund ernähren, ne? Mit Wasser, das geht mir erstmal für das Wasser. Vor allem, es sieht halt einfach aus, wie, als wäre es wirklich ein Whisky. Ja. Ey, lass das eigentlich, ey Leute, erst nicht die Fische im Whisky kriegen. So, Frühstück ist fertig. Also, falls das eine Video nichts geworden ist, machen wir es hier nochmal. Dritter Anlauf. Erster Anlauf mit Bilder nicht geklappt. Zweiter Anlauf hat sich das Video aufgehangen. Sandwich, stabile 7 von 10. Stabile, ja, 7 von 10. Vorhin hast du was anderes gesagt. 8 von 10, sorry, das habe ich schon von dir übernommen. Butter war Gamechanger. Mhm. So viel zum Thema gesundes Frühstück. Naja, wir haben noch einen Apfel. Und das ist ja noch eine Drachenfrucht. Noch nie gegessen, mal schauen, wie der Schinken schmeckt. Schmeckt bestimmt. Ja, kann man das so viel rauskratzen auch wirklich? Safe. Gibt es bestimmt irgendwas, was ich mitessen darf, was ich das mitessen werde? Ich glaube, du kannst auch die Schale mitessen einfach. Nee, die kannst du nicht mitessen. Nee, es war ein Spaß. Jetzt war's gemacht. Kannst auch die Plastikfolie mitessen. Ja. Für die extra Kalorien. Was sagst du zu deiner Wurst? Ist nicht so geil, weil dieses innen drin ist sehr fettig. Geschmacklich geht's. Aber... Naja. Das sagst du ja nicht zu unserem Vorhaben, pünktlich aufstehen, um 9 Uhr los spätestens. Wie viel haben wir jetzt? Naja, wir haben jetzt gleich 9 und sind immer noch am Fatzen. Huch. Passiert. Gestern war ein anstrengender Tag. Oder vielleicht haben wir einfach die ganzen Wecker ausgeschalten. Na du? Ja, was war denn dein erster Wecker geklingelt eigentlich? 7.10 Uhr. 7.10 Uhr schon? Ja. Alter. Dann haben wir auf 3:45 gestellt. Du hast dann auf 3:47 gestellt? Ja. Meine war als erstes geklingelt. Ja, aber ich dachte eigentlich erst 8 Uhr. Da habe ich mir gedacht, komm, stellst du auf 3:47, ja, auf 3:48 wenigstens. Aber man hat ja eher geklingelt als dann, ja. Und man hat um 7:10 geklingelt, dann ist dann gar nicht gegangen.
Dreiviertel acht meine ich. Habe ich dreiviertel sieben gesagt? Ja, ich meine dreiviertel acht. Dreiviertel acht habe ich in meiner Gar gestellt. Den Kopf hast du nach Hafen in Deutschland gelassen. Hm. Boah, da warst du aber motiviert, wenn du schon um sieben aufstehen wolltest. Zehn nach sieben. Ja, das Gleiche. Ich brauche mal eine Zeit, um wach zu werden. Hm? Ich brauche mal eine Zeit, um wach zu werden. Eine Stunde lang. Ja, ich habe normalerweise auch. Ja, sympathisch. Ich schlummer auch immer so viel. Richtig. Und wie schmeckt die Drachenfrucht? Ja, also das erste Mal Drachenfrucht. Ich bin eigentlich schon ganz. Nicht schlecht, ne? Ich bin eigentlich schon ganz nice. Ist ganz nice, schmeckt eigentlich schon ganz nice. Ich glaube, ich gehe mal weiter besser. Mit einem Anfang finde ich wie so ein Blütenblatt irgendwie. Keine Ahnung. Frag mich, nicht wieso. Also ich finde, es schmeckt sehr geschmackslos. Es ist einfach nur ein bisschen süß. Hast halt die Kerne im Mund und. Was haben magst du ein paar Drachenfrüchte in dir? Ja. Drachenfruchtbaum. Wenn es den gibt. Ich fühle mich einfach gesund. Das ist schön, Andi. Ja, ich fühle mich echt gesund, ne? Ich fühle mich einfach absolut, als würde ich etwas richtig Gutes für meinen Körper tun. Das ist schön. Solange du dich damit gut fühlst. Ja, safe. Rein damit. Rein in die Schmutzige. Guck mal, ich weiß nicht, ob man die auf der Kamera sieht. Das sind überall so kleine Echsen. Die sind voll süß. Die wärmen sich jetzt hier auf. Boah, das sind richtig viele. Was bist du denn? Ich hab den voll nass gespritzt mit Wasser, weil ich das einfach angemacht habe und dann hat er sich bewegt und dann habe ich es erst gecheckt. Ja, der hat richtig. Aber ist der dann durch den Abfluss gekommen oder was? Ja, weiß ich nicht. Ich war nicht hier drin gewesen. Was sagen Sie dazu? Endlich ein Auto geholt. Wunderbar, geiles Auto. Also Auto immer mehr. Das Auto ist echt. 508, glaube ich, keine Ahnung. Ja, das Auto ist echt nice hier. Schön mit Carbon, aber vor allem hier. Carbon-Optik. Richtig modern, haben wir sogar Navi hier. Ja, sogar digitale Anzeige. Merkt ihr mal, 7, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Striche beim Tanken. 6 Striche. Okay, wir merken uns. Also drei Viertel voll. 6 Striche beim Tanken, ne? Ich mach mal schnell ein Bild. Ah. So. Mach mal vorne ein bisschen die Linse sauber. Haha. Ich glaube, die ist ein bisschen voll. Machen wir mal kurz die Linse hier sauber hier. Let's go! Westen von dem wunderschönen Madeira.
Hallo. Da stehen schon ein paar Autos. Boah. Ja, okay, das sind die alle Leute, die da hinwandern. Das ist ein altes Mietwagen. Ja. Perfekt. Ja, das muss jetzt sein. Kopf halt rein. Ja. Hoch da! Chicas! So, erster Aufstieg. Wir sind auf jeden Fall hier irgendwo in einem Dschungel gelandet, so wie das aussieht. Sehr feuchtes Klima, aber auch sehr warm. Sehr nice auf jeden Fall. Und ab und zu kommt mal so ein kühles Lüftchen. Das sind wahrscheinlich die Wolken, die so ein bisschen hier in den Berg hängen. Ja. Hallöchen. Und da vorne ist der Parkplatz der eigentliche. Wir mussten jetzt hier an der Straße parken. Weil hier anscheinend ziemlich viel los ist mit Touris. Aber so wie es da vorne ausschaut, ist da vorne da der Eingang zum Wanderweg. Und da werden wir dann langlaufen. Also wir werden jetzt 50 Euro abgezogen. Ja. Wir dürfen nochmal Geld bezahlen, dass wir hier wandern dürfen. Wow, jetzt habe ich ihn gut auf der Kamera. Der snackt hier die ganzen Ameisen weg, der Atze. Der, die sind fliegen. Wieder schauen und reingehauen. Ja. Und wieder was hinten seine Beine nach oben hebt, aber die sind ja beide. Hallo. Oh, guck da mal hoch, wie cool das aussieht mit den grünen Pflanzen da überall. Okay, wollen wir ins Grauen? Ja, ich sehe halt nur absolut nichts mit meiner normalen Brille. Ja, zieh sie doch ab. Ey, ich sehe gar nichts, ich muss die Brille weg. Alter. Wir müssen da durch, Andi, es tut mir leid. Boah. Okay, man sieht halt mit der GoPro gar nichts mehr. Wie wär's mit Handylicht? Este Onosso heißt Eingang zum Tod. Echt? Nee, weiß ich nicht. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben den Todestunnel erzwungen. Und wie war's für dich, Andi? Chillig. Ich habe schon die Hälfte gesehen von der Sonnenbrille in dem dunklen Tunnel. Das waren so richtig kranke Pfützen auf dem Boden. Du richtig aufpatzen. Das heißt, man nicht am Nico, der mich gesehen hat, bevor ich geworden ist, sondern auch von seinem Foto gewesen. Oh, das sieht da vorne aber sehr schön aus. Ja. Da vorne ist endlich der Ausgang. Gefühlt eine halbe Stunde. Ich muss hier eigentlich mal einen Livestream machen. Boah, jetzt kommt schon wieder die Hitze entgegen. Alter, merkst du, wie warm es wird? Ja. Lass mal rumsehen. Hörst du das? Ich glaube, das ist der Wasserfall. Oder ist es der Wind? Wir haben das Ende erreicht. Wir haben überlebt. Wir hätten immer fragen, ob das der richtige Wasserfall ist. Ja. Wollen wir den Weg laufen? Oder den Weg? Den Weg, Alter, das ist blöd. Wollen wir es mal probieren? Als Maul. Ich weiß nicht, wohin das führt. Wir werden es sehen. Ja, lauf mal vor. Okay, Leute, das ist hier der Todesweg. Die gehen immer so. Was hat er meine Aufmerksamkeit? Doch, hab ich. Ich glaube, die ist doch noch richtig. Boah. Sicher, dass du nicht laufen willst? Ja. Ja, okay, das ist recht. Wenn du da ne? Da ist ein Wasserfall. So, Leute, hier geht's richtig tief runter. Das Einzige, was wir haben, ist hier so eine kleine Leine, wo wir uns festhalten können. Yeah! Ab in den Tod!
Aber wir begleiten euch natürlich überall hin mit der Kamera. Guck mal, Andi, willst du da schwimmen gehen? Ja, hier ist ja schon das Ende quasi. Alter, wie schön das aussieht. Wow. Das Wasser ist so schön klar. Frisches, reines, klares Süßwasser. Hey, lass mal ins Wasser gehen. Ich sagte, das kann man safe trinken, das Wasser. Ja? Das kann man safe trinken, das Wasser. Ja, ich werde es abkochen. Hey, wollen wir irgendwann Badehose mal rein? Weißt du, wie kalt es ist? Scheißegal, ist arschgeil. Eine geile Erfrischung. Wow. Eigentlich schon. Es läuft schon. Nickelodeon on TV, riding around on my heels. Watching Drake and Josh, they wanna be me. Careful, you don't get hurt. Jacob better bring his sweatshirt. It was 1969 when I called her mine. She got on the plane, but she's scared to fly. She sat in the aisle, cause she's scared of heights. Taxi never came, so she stayed at mine. It was 1969 when I called her mine. Boah, das ist so crazy. Jetzt sind hier die Steine hochgeklettert. Und dann geht's gefühlt 50 Meter runter. Sieht man wahrscheinlich nicht. Andi, geht's dir gut da oben? Ha? Geht's dir gut da oben? Oh, gut sieht. Ob es dir gut da oben geht? Ja, bestens. Wow. Sei vorsichtig, Diggi. Ha? Sei vorsichtig. Oh Gott, warte. Setz dich am besten hin oder so. Hier geht's sehr tief nach unten. Es ist alles zugewachsen, deswegen sieht man nicht, wie tief es da runter geht, aber schon ein gutes Stück. Und der Mann da oben muss meinen, da muss er ein bisschen rumklettern. Und der Mann da oben, der muss meinen, dass er hier ein bisschen einen Kletteraffen spielt. Das Kletteräffle, das Mäueräffle. Macher und kein Lacher. Lacher, wenn du gleich da unten liegst. Da lacht nichts mehr. Wenn du da unten liegst, der ist einfach tot. Jawohl, Ski. Und weiter geht's zu den 25 Fontes. Wir sehen uns gleich. Moin Moin, Diggi. Moin Moin. So, hier kommen jetzt langsam die Wasserfälle. Ganz da oben ist auch einer, aber den sieht man nicht so gut. Hinten ist auch noch ein kleiner Wasserfall. Auf süß. Auf süß angelehnt, sogar mit Regenbogen. Ja. Da würde ich echt gern schwimmen da unten. Ja. Weiter geht's, ne? Ja. Ich muss echt darauf achten, Videos zu machen. Du bist aber komplett verloren, ey. Man sieht's ja eigentlich auch. Ja, eben. Aber trotzdem mache ich's nicht. Wenn die Zeit läuft, weißt du, dass du ein Video machst. Ja, ich weiß, bei mir blinkt es ja auch rot. Ja, komischerweise weißt du das anscheinend doch nicht. Ja, halt's Maul, ich habe halt nicht drauf geguckt. Spaß. Ja, auf jeden Fall nochmal hier. Das ist ein sehr cooler Weg. Hallo? Lass dich mal vorbeilaufen. Hast du dich auch diesmal auch ein Video gemacht? Und keinen ja, jetzt habe ich ein Video gemacht. Okay, dann laufen wir doch vor. Tschüss Leute, wir haben jetzt vor, da ins Wasser zu gehen. Wir haben uns Badehose angezogen. Der Andi, der Sack, zieht sich jetzt nach oben. Ja, ich habe keine dabei, ne? Doch. Echt? Ja. Gib mal her. Zieh die an.
Das Wasser ist ungelogen. Das Wasser ist arschkalt, ja. Ist arschkalt. Kommt frisch aus der Quelle da oben aus dem Berg. Aber der kleine Wichser Andi hat mich. Oh, es ist kalt! Oh, hat mich dazu überredet, da reinzugehen. Aber ich werde vielleicht nur eine Sekunde drinnen bleiben. Hä? Das Wasser ist wirklich wunderschön und sehr, sehr sauber. Aber wie gesagt, arschkalt. Aber wir wollen es auf jeden Fall mal versuchen. Bis gleich. Geh rein. Ja, ich film dich erstmal. Ich geh danach rein. Ich kann die GoPro nicht mit ins Wasser nehmen. Ja. Muss halt aufpassen. Boah, was? Du hast ja richtig Bock. Der Typ ist crazy. Komm, hüpf rein jetzt. Halt's Maul. Und der ist automatisiert. Zehn Stunden später. Boah. Junge, das ist geil. Kannst du stehen? Ja. Ja? Ja, auf den Spitzen hier. Alter. Das ist geil. Junge. Oh. 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 Geil. Da kommt jemand. So Leute, jetzt sind wir hier im sogenannten Feenwald. Normalerweise besucht man diesen Feenwald, wenn es neblig ist, dann hat es hier so eine richtig mystische Stimmung. Aber wir sind cool. Aber uns ist halt einfach leider wunderschönes Wetter mit blauem Himmel. Und erkunden jetzt mal hier diese krassen Bäume. Und hier sind ganz viele Kühe da hinten. Vielleicht laufen wir auch mal hinten den Berg da hoch. Safe laufen wir den Berg da hoch. Meinst du, schaffst du das? Safe. Schon ein gutes Stück da hoch, ne? Zu dem da. Ja? Ja. Okay. Ist doch chill, ich sitze in 20 Minuten. Da oben. Wollen wir hin. Du musst nur ein bisschen mehr Enthusiasmus in deine Stimme reinbringen. Da wollen wir hin. Genau da. Ein bisschen mehr Emotion, ein bisschen mehr Spannung. Hört ihr die Chance? Ja, da wollen wir hin. Da wollen wir hin und ja, gar keinen Bock mehr eigentlich. Ja, jetzt hat nichts Besonderes eigentlich hier. Wir machen doch alles sehr emotionslos. Wow, das sieht schon cool aus, die Bäume. Du hast eine Kuh beobachtet. Jetzt guckst du weg, nicht mal, wenn du hinschaust. Die da hinten, die braune? Nee, die weiße da. Hallo. Miets, nicht was. Geh mal hin, probier ein bisschen Milch von der zu zapfen. Try your best.
fucking suck. You fucking suck. Das sieht auch aus, als wären es auch einfach nur Wolken oder so. Himmel. Hallo Andi. Moin moin, mein Chef. Neuer Tag, neues Glück. Auf geht's, ab geht's. Wir sind jetzt auf Fuerteventura. mal kurz die Insel auf mich. Ja, nee, ist hier sehr wüstig. Viele Steine. Und mal gucken, was wir hier alles so entdecken werden. Hinten ist die Deserta-Insel. Da gibt's die berühmte Deserta Tarantula. Eine Vogelspinnart. Die der Nico bei so nicht die wusste. Die wollte ich eigentlich unbedingt sehen wollte, aber. Die Nico bei so nicht wusste, dass die wirklich ist. Die leider nur auf dieser Insel lebt, da hinten. Weiß ja, gar nicht, ob man das so gut auf dem Video sieht. Hat einfach nur gedacht, dass sie nur beißen. Genau, dass sie die Vogelspinnart. Halt's Maul. Halt aufs Maul. Ja. Boah, guck mal da unten, sieht auch voll schön aus bei den Felsen. Schon wieder am Rauchen. Moin Town. Was war das denn? Ein Treibholz. Aber der übertreibt ja komplett seine Lage. Aber schnell mal, wissen wir es nicht. Erstmal hört sich nichts so an. Pfeif mich das Füßenfieber. Ui, Memo. Sieht ja schön aus. Lass da mal schwimmen gehen. Da hätte ich echt Bock schwimmen zu gehen. Lass mal irgendwo hochklettern und runterjumpen. Vielleicht gegen
Ja, lass mal auf den Berg klettern da oben. Ja. Kannst du auch ein cooles Instapic schießen. Natürlich auf jeden Fall. Guck mal, wie viel Müll da unten liegt. Oh, ich sehe, schon die Alter, die wäre da fast runtergerasselt. Und ich hätte das Video gehabt. Ja. Warte mal, vielleicht kommt sie noch. Halt mal drauf für die Kamera. Aber hier, da unten liegt richtig viel Müll. Halt mal drauf für die Kamera. Das ist eklig. Ich weiß nicht, dass es einen Fix gibt. Ja. Perfekt, eigentlich ist der Stand, der auf diese ganze Strecke ist, und hast du es genommen. Da hinten ist dieses Haus da. Das ist schon noch ein Stück. Und? Noch fit? Ja. Boah, aber den Berg laufen wir nicht hoch, oder? Nee, Mann. Den da hinten. Nee, Mann, dann bist du nicht tot. Das ist wahrscheinlich dieser Elefantenstamm, ich glaub, oder? Ja, ich glaube, das ist der letzte Aussichtspunkt. Boah, der kann es nicht alles gut machen. Wo? Ich hoffe, die hält. Gleich sollst du wieder schauen. Eingehauen. Oh, hier ballert aber die Sonne wieder gut, ey. When you're cold, but on your message you're only getting colder. Asking for your friends, but they don't know ya. Wear your heart on your sleeve and your shoulder. Looking for the blue sky in the summer. I was looking for a friend, not a lover. Always got my storms, but bring the thunder. And they're never gonna change, and I told ya. You don't bring a sweatshirt when you're cold, but on your message you're only getting colder. Asking for your friends, but they don't know ya. Wear your heart on your sleeve and your shoulder. Looking for the blue sky in the summer. I was looking for a friend, not a lover. Always got my storms, but bring the thunder. And they're never gonna change, and I told ya. Oh, you hear about me next time. Then she hit me with a K and did her next line. She just called an Uber, asked me for a next ride. I'm like little skies on a real time. I just made her disappear, I'm like magic. Drank my heart and found another, she was magic. And she told me that she loved me, that was tragic. Then she said it never happened. Why you never happy? Tell me what you want and need from me. Acting like you're Banksy. Bitch, you're going MIA for weeks. Won't you tell me what you know? Cause you got me fucked and feeling low. Won't you tell me what you know? Cause you got me fucked and feeling low. You don't bring low. A sweatshirt when you're cold, but on your message you're only getting colder. Asking for your friends, but ja, they don't know you. Ja, das haben wir auch gehört beim Aufklatscher. Nochmal mehr Spannung? So. Sind jetzt wieder hier im Dschungel gelandet und sind auf dem Weg zu einem Wasserfall, Cascata do Aguaque. Soll anscheinend ein Secret Spot sein, also wenig Touris. Ja, bis jetzt auch noch keine Touris. Wir haben jetzt bis jetzt auch noch keine Touris gesehen, muss man dazu sagen. Und Autos oder so standen jetzt auch nicht in der Nähe. Wir haben einfach in der Sackgasse geparkt, da stand da kein Auto dann in der Nähe. Und ein älterer Mann kam vorbei und hat gemeint, no Auto, no Auto. Also nicht Fuß. So, aber Fuß.
Dass wir zu Fuß laufen müssen. Dass wir zu Fuß nicht mit dem Auto, aber das ist ja klar, weil hier kann man definitiv nicht mit dem Auto langfahren. Wird ein bisschen schwierig. Roller kann man mal probieren. Wetter ist jetzt auch wieder ein bisschen schlechter geworden, also ein bisschen genau. Perfekt. In dem Wolkenmeer gelandet. Aber gut. Das war's dann auch mit der Unbekümmertheit. Was? Das war's dann auch mit der Alleinheit. Ja. Passiert. Aber sieht echt nice aus. Kannst du ein bisschen mehr filmen? Ja, ich filme noch die ganze Zeit. Ach so. Ich hab noch nicht aufgehört zu filmen. Ach so, ich hab aufgehört. Nein. Ich lass laufen. Geil. Ich nehm uns jetzt auf den ganzen Weg mit. Nur der Weg hochwärts ist wieder Abfuck, ne? Ja, das wird Abfuck. Das wird richtig Abfuck. Wir gehen nur Treppen nach unten. Irgendwie ein Fahrstuhl oder irgendwas? Wir ziehen uns einfach das Geländer hoch. Hey, wir hängen uns einfach an den Zahn und ziehen uns dann hoch. Aber ein bisschen Armkraft. Aber ich fühle das hier richtig irgendwie. Ja, ich auch. Weil das halt wirklich so unscheinbar alles hier aussieht. Und wir trotzdem irgendwie noch in einem Art Wohngebiet so leben, laufen. Oh, hier ist richtig zubewachsen, ne? Das sieht so geil aus, ey. Vor allem mit dem Nebel kommt das irgendwie voll geil. Ja, ich mach auch nochmal ein Video. Das ist doch. Ja, kommt zwar nicht so viel Wasser runter, aber es sieht geil aus. Und ich glaube, es ist auch nicht so steinig in dem Wasser. Boah, weißt du, was halt geil kommt? Was? Wenn ich mich da runterstelle zum Duschen, ist sozusagen was ein Blick davon. Ja. Ich bin richtig wild, glaube ich. Ja. Wollen wir es machen? Können wir machen, ja. Mal so ein Snap fertig. Guck mal, das ist doch der Arzt da. Das ist der, wo ich vorhin gefragt habe, ob aus 700 Quadrat geht. Ja, genau. Das ist der gleiche Arzt. Diese Schläge, ne? Ja, woher, was ist das? Ich hab Angst. Die kommen immer näher. Ich hoffe, es kommt gut auf der Kamera, wenigstens drüber. Warte mal. Ja. Hier, mit geiler Mucke. Was haben wir heute? Tag 4 oder Tag 3? Tag 3, oder? Leider ist Samstag, Sonntag, Montag, Tag 4. Tag 4. Wenn man den Reisetag noch dazu rechnen. Wow. Da können wir eigentlich auch mal ganz gediegen mal das Fenster dafür runter machen. Oh,
Surfen? Ja. Perfekt, ich hab so eine Mini-Welle surfen. Ja, guten Tag, wir sind jetzt an dem Aussichtspunkt und auf Portugiesisch heißt es Miradouro. Haben mittlerweile gelernt. Wie heißt es noch? Miradouro? De Vue de Nova. Irgendwie sowas. Ich hoffe, ich mache auch jetzt endlich mal ein Video und keine Fotos. Ja, machst du tatsächlich von irgendwann. Andi hat endlich mal ein T-Shirt angezogen jetzt. Das erste Mal am Tag. Boah, das da unten sieht aber schon cool aus. Da unten würde ich gerne mal durchschwimmen. Aber ich glaube, dich zerberst jetzt einfach an den Felsen. Ja, was ist das für ein View hier eigentlich? Krass, ne? Ja, übel. Vor allem der Wasserfall da hinten. Ja. Sieht man, glaube ich, auf dem Video gar nicht so gut. Ja, bist du hässlich. Digga, verpiss dich. Wasserfall liegt hier. Er geht halt vollkommen rein. Danke dir, Digga. Du stehst mir einfach im Weg. Ich hau dir aber gleich eine, ey. Kann man da hinten noch hinterlaufen? Nee, ne? Nee, ich glaube, da hinten ist Ende. Ist aber eine sehr, sehr geile View. Und da oben verlaufen die Berge sogar in die Wolken. Weil die so hoch sind. Your name still echoes through my system. Da mal reingehen, Andi, oder? Ja, auf jeden Fall. Tut bestimmt auch nicht weh, oder? Nö. Boah, da hinten kommt ein Brecher. Da rechts? Da? Ja. Boah. Kommt es wahrscheinlich nicht so rüber, aber das sind übelst die Monsterwellen. Ne, Andi? Ja. Boah, oh, die ist groß, die ist groß. Alter. Boah, das scheppert. Oh, guck mal, wie weit. Ja, guck mal, die andere war da vorne schon hoch. Ja, stimmt. Ich könnte die auch dann drauf hier. Jawohl, das ging eigentlich. Die ging noch. Da muss ein richtiger Brecher kommen, bitte. Hä? Da muss so richtige Brecher kommen. Ja. Die Jungs kommen den Backfick da einfach. Ja, da muss eine Tsunami-Welle kommen.
Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Lass mich einfach von hier kreisen. Und leider kann ich es leider nicht. Das ist die Welle. Tim. Jetzt wollen wir jetzt mal vor? Ha? Wollen wir jetzt mal vorgehen? Die Bilder reinkriegen lassen? Hä? Ja. Tag, warte, ich mal verabschieden. Hallo, Andi. Ich mach einfach noch los. Ja. Weil sie wunderschön dein Hut. Das war echt entspannt eigentlich. Nur, es geht eigentlich. So, hallo. GoPro ist wieder gewechselt, der Akku. Wir sind. Ich weiß nicht, ob man mich gut hört, weil hier geht sehr starker Wind. Aber wir sind mal ganz da oben. Du wolltest hier baden gehen. Ich glaube, es ist ein bisschen zu heavy. Wir müssten so Windräder eigentlich aufbauen. Das wird sich lohnen. Yeah.
So, guten Morgen. Ahoi. Wir sind jetzt hier beim Cabo Guerau mit einer Aussichtsplattform von 589 Meter hoch. Und ich mit meiner Höhenangst habe natürlich übelst Bock drauf. Sagst du was? Hast du Lust? Weiß noch nicht. Nicht so recht. Hast du Bock? Mega. Boah, guck mal. So eine coole Aussicht. Junge, der geht einfach hoch. Der hat auch Gott. Ja, ist wirklich so. Auch noch ist vor Gott. Nochmal ein Hopper runter. Ein Zamba. Ein Zamba. Also ich halte mich distanziert, okay? Geht, muss mal von hinten. Ja, Digga. Chill. Kann man entspannt ins Wasser hüpfen, oder? Nein. Mal ein Hopper. Einen entspannten Tipper machen. Das sind 500 Meter. Ja. Malone ist dieses Piratenschiff. Ja. Okay, ich will wieder weg. Perfekt, oder? Ach du Heilige. Wenn ich hier dann kriegst du noch auf den Stein. Ich frage mich jetzt, also gibt es hier kein so Maximalgewicht oder sowas? Wie viele Leute hier rumsteppen dürfen? Ich laufe nur auf diesen Dingern hier, auf diesen Metallstreben. Ja, Standing 500 Meters above the sea level. Das steht doch einfach auf Deutsch, ne, für dich. Achso. Okay, das ist schon krank. Sieht aber irgendwie so surreal aus. Ich kann jetzt nicht. Oh, sorry. Was war das, meinst du? In Teleferico. Achso, ja, das fand ich auch schlimmer irgendwie. Wie sieht die Kleine unten aus? Ja, es sieht halt irgendwie so, naja, so. Sieht so aus, ja, man stirbt zwar, aber. So surreal irgendwie. Sieht so nach Motto aus, wenn man stirbt, aber. Aber mir langt es auch schon wieder. Leute, wir sind jetzt am Angriffswasserfall. Das ist ein Wasserfall, der direkt über eine Straße geht. Ey Leute, was geht? Ja, dann können wir auch mal durchheizen eigentlich, oder? Würde ich mal sagen. Ey, kann ich ja gucken, hier mal runterzustellen, wie ich ehrlich bin. Ja, der geht schon sehr weit drüben vorbei halt. Also geht gar nicht so über die Straße, finde ich. So Leute, fahren wir mal durch. Durch den geilen Wasserfall hier. Adios Waterfall. Kann auch mal Fenster runter machen, oder? Ein paar Leute umfahren. Was halt mit euch Geringverdiener? Schmutz. Hoffentlich können wir auch durchfahren. Ja, ist mir scheißegal, die sollen Platz machen. Warte ganz kurz hier. Weil dann warten wir ganz kurz, bis die weg sind alle. Bis die Kiddies weg sind. Lass die mal ganz kurz die Bilder machen, dann sollen sie sich durchziehen. Digga, das ist nicht in Ernst, ne? Verpisst euch. Sorry. Mach mal bitte Platz, danke, danke. Oh, Junge. Geil. Ui. Ui, so ein Feini. Alle am Film hier. Ich würde mal gerne mal den Atzen sehen mit dem Hund, ey. So. Wir sind jetzt hier bei Levada Mill. Was so viel heißt wie Mühle. Mühle genommen. Mühle genommen. Deutsche Übersetzung.
Und hier geht's jetzt entlang, ein Wanderweg zu einem Wasserfall, mal wieder. Kann sich überhaupt ein bisschen aus Wasserfälle beobachten. Ja. Und kurz baden gehen im Wasserfall. Das ist alles, was wir gemacht haben bis jetzt. Okay. Servus. Ja, moin. Was machen wir? Wir machen jetzt unseren eigenen Wasserfall. Deinen Wasserfall machen wir einen großen Wasserfall. Hier ist ein kleiner Wasserfall. Hier ist eine Klappe. Let's Drei, go. 3, 2, 1. Ui. Ja. Mega. Wie viel das ist, ey. Ja. Dank. Und wieder weg. Was? Ich bin's. Ben. So, hier ist ein schmaler Pfad, auf dem wir gerade laufen. Und da hinten geht's in eine sehr tiefe, dunkle Höhle. Ich freue mich. Aber hier ist kein Geländer und es geht hier einfach ein paar Meter runter. Sehr chillig. Wow. Da ist er. Das ist es, ja. Ja. Geil. Kann man auf jeden Fall nicht duschen gehen. Ui, das ist schön. Ja. So, hallo. Moin, moin. Wir sind hier auf dem Pico Herrero. Gut ausgerüstet auf jeden Fall. Ja. Andi mit Kurzhosen und T-Shirt. Man sieht leider nicht so viel, weil es so dunkel ist. Gut ausgerüstet natürlich. Aber es ist schon relativ kalt hier oben und windig vor allem. Wenn wir aber eine Frau am Schild war, die mit zwei Jacken gefroren hat und ja. Hose. Also die meisten Leute, die hier hochkommen, die haben lange Hose und eine Jacke an. Eine Thermoskanne noch dabei. Ich aber vorbei mit T-Shirt und kurze Hose. Später sind diejenigen, die leiden werden, wenn die Sonne oben ist, weil dann wird es eigentlich krank warm. Boah, dieses, Alter, diese View. Diese Optik, pass auf den Hund auf, ne? Wenn der hier wegfliegt, dann ist er weg. Guckt euch diesen Sonnenaufgang an. Wahnsinn. Die Sonne ist überhaupt noch nicht da, aber gut. Ja, aber es ist ja dabei aufzugehen. Guck dich diesen Sonnenaufgang an, die Sonne fehlt auch. Das ist trotzdem ein Sonnenaufgang. Oh mein Gott, ich hab Biss. Ich hab Biss. Ja, alles gut. Ich passt schon. Geil, jetzt haben wir das noch gemacht. Denk mal deine hässliche Fresse. Time flies by in a wink of an eye. I still find me wishing you mine. Speaking under the sunshine. Under the sunshine. I spend my life thinking you're his. Shot my shot, expecting to miss. I guess they never miss, huh? Never miss, no. Mommy told me don't you get no tattoos, 'cause your teachers they already hate you. Already hate you. Told her, mommy, I don't want a degree.
eyebrows plucked up, but my body's drugged up. Drugged up. All the times you wish you played, all the things you said you hate. All the men. Hey, sie müssen da mal wieder hochlaufen, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Ich würde sagen, uns mal rollen lassen. Irgendwas Wichtiges im Auto, was wir brauchen. Ich laufe wie so ein Krüppel, Alter. Hä? Ich laufe wie so ein Krüppel. Ja, das ist ja wohl ein ganzes Bedürfnis und die ganze Zeit. Ich lass dich doch mal aus dem Auto fahren. Ja. Ich hab's, ich nimm's mit, erst mit der Kamera auf. Sehr schön, du fühlst dich perfekt. Kann ich die Technik aufzeigen? Zeit, dass wir in die Sonne kommen, ist kalt. Alter. Es funktioniert? Bergab, ne? Hä? Es geht halt echt nur bergab. Ja. Schön nachher in der Mittagssonne wieder schön am Hochölen. Und da geht's auch gut bergab, ich glaube, da geht's fast bis runter. Ja, vor allem die Frage, die ich mir stelle, ist, hätte ich nicht einfach von der anderen Seite starten können? Ich glaube, da gibt's keinen Weg. Da gibt's einen Wanderweg hin. Eher am Anfang erstmal runtergeölt, dann runtergeölt. Warst du schon wissen? Ja. Jawohl. Muss halt hin, ich hab geschimpft. Ich hab's gehört. Ja, das ist dann die rote Schafe. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Let's fucking go. Ist das richtig unangenehm, ne? Weil ich glaube, ich bin war. Unten ist so ein Loch gewesen, da ist ja die Frau, die guckt neben oder nicht, und das hoch ist so, guck, guck. Hab ich so Kuckuck gemacht. Digga. Ach, sie hat Kuckuck gesagt. Nein, ich hab Kuckuck gesagt. Ich hab's durchgeschaut, die Unternehmen hat richtig Kuckuck. Alter. Die denkt sich auch. Endlich sind die Spasten weg. Das ist ein gutes hier. Hier ist noch. Fühlen sich auch wie die Achse malt. Ja, wenn cool, die so weiter herrschen können. Die Digga, heute im Freistadt leben das hier. Hier später wieder hoch, ey. Ich hab richtig Bock. Was meinst du? Auf die an. Da laufen Menschen hinter uns. Ich will sie schlimm. Schauen sie gleich nicht an. Lass mich dich mal überholen. Bist du nämlich auch mal? Ach du Kacke. Ach, ich brauche ganz kurz um nicht zu zitieren. Ach du heilige Brezel. Die heilige Brezel, Alter. Ja. Wollen wir ja auch ein bisschen wandern. Lass die hinter uns mal vorbeiziehen. Ich zieh auch mal kurz an dir vorbei. Du Wichser. Ich hoffe nicht mehr die Gasfolge an, vergessen. Die stinken nicht. Nee. Aber. Klapperchaos, Klapperstrauß. Auf die Schmutz. Schmutz auf die. Aber auf what the fuck? Auf die Bahn, mein großes Tor. Die ganze Kippenschachtel, die ich jemals gesehen habe. Job, was wissen der da, wo ist? Auf dir, wie ist der denn? Lambo und Ferrari sitzt drauf, hier, Rabbi Manni Rich. Ich mach keine dicke Arschtasche.
liebe Phil. Na, dass man mich auch mal sieht, hey. Ich sag, dass man mich auch mal sieht, weil ich filme die ganze Zeit nur dich. Dass man auch mal was Schönes sieht. Ja, muss mich auf mich lenken, wenn ich auf deine Kacke. Schon gut in die Beine, ne? Das geht halt einfach voll echt bergab. Die überlegen sich da unten auch zweimal, ob sie jetzt weiterlaufen oder nicht. Wollen wir uns wirklich den ganzen Stress antun? Oder wollen wir mal wieder umdrehen? Wir haben den Sonnenaufgang genossen. Wir können sagen, wir waren da gewesen. Mann, jetzt ist mal FaceTime. FaceTime mit der Mutti. Ich muss einfach mal wieder aufs Bild. Das Ding ist, Kilometer fühlt sich halt auch so unendlich lang an, wenn du einfach nur hoch und runter gehst. Okay, die haben auch keinen Bock mehr. Die Deutschen machen da schon wieder Pause. Komm, lauf weiter. Lass mal winken. Lauf zu jetzt. Ich hab keinen Bock. Mensch. Ich hab's schon nicht gesehen. Ich bin froh, dass wir endlich weg sind, dass wir die endlich passiert haben. Endlich away. Die sind auch ganz schön hoch, ne? Ja. Die Stufen. Alter, die Beine wieder nach dem Brezeln, ey. Das wird mies in den Oberschenkel zecken, ey. Alter, ganz ehrlich. Morgen von Charles im Rollstuhl erkunden. zu zwei Retards war da die ganze Zeit rum. Einmal so übelst verkrüppelt sein. Ey, wir wollten auch noch mit dieser scheiß Seitenkiste da fahren. Machen wir das? Könnte man eigentlich. Fällt nochmal ein 30er, ne? Ja. 30er auf nass. Ja gut, 15er für jeden von uns. Ja. Lass die abmachen, so. Duft, 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 duft. Lass die abmachen, so. Duft, 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 duft. Lass die abmachen, so. Tipico. Sportwetten. Also nice Bundesliga-Spiel auf der Ball. Ja, wir haben mal Zeit wieder. Ja. Dass der Spaß losgeht. Wie willst du auf dem Zug eigentlich? Ich endlich wieder eine Beschäftigung. Ja. Ich endlich wieder ein Hobby. Ich muss nichts mit der Sonne unternehmen. Fußball schauen. Ich endlich wieder ausreden. Ja. Du hast eine alte Besuchung jetzt in der zweiten Alte. Schatz, ich bin zweimal dieses Jahr. Weißt du, worauf ich mich freue, Nico? Auf was? Wenn es auch mal wieder bergauf geht. Oh ja. Wenn ich jetzt rein, muss dann auch mal bergab. Ich hab deinen Wunsch gedacht in Erfüllung. Ja. Ich bin nicht, glaube ich, im Zweifel bergauf zu laufen, wieder herzulaufen. Weil ich weiß, dass dann kann ich nachher auch wieder bergab laufen. Ich glaube, das ist ein bisschen Junge, da wo die oben stehen, dann musst du wieder hin. Also, da wo die alle laufen. Dschungel, Dschungel, es ist feucht, wenn wir rausgehen, die Meere glatt. Dschungel! Tunnel do Piau Gato. Was heißt nochmal Gato? Das kommt mir so bekannt vor. Spitze. Spitze? Ja, du Gato. Ah, die hab ich auch. Das ist nicht so leicht, diese. Aber da muss man sich wieder ducken. Sehr niedrig. Ich nicht. Ja, du bist ja auch winzig. Ja, das ist halt auch so ein Vorteil. Und deine 1 mit deinen 1,75 und deinem Millimeter Nahkampfstachel. Man kommt halt in jedes Loch rein, ne? Das ist fair. Das zählt als Argument. Ich auch. Hey, ich muss mich ducken. Ich muss nicht ducken. Ich muss bleiben, wie ich bin. Brauchen wir Handylicht eigentlich? Nö, geht schon. Perfekt. Du läufst ja zum Glück vor, also wenn da irgendwie ein Loch kommt oder so. Ja, irgendwie so ein fetter Stolperstein. Einfach so ein Loch, so ein Fallloch. Ja. Können wir mal festhalten, dass wir normalerweise jetzt als Füllstücken würden? Nicht mal? Ja. Wir sind schon auf Achse. Ich kann mal stolz auf uns sein. Ja. Morgen ist er fett bis 12 Uhr ausschlafen. Naja, wir müssen das Auto um 11 abgeben. Ja.
Wir müssen mal abchecken, wann wir aus der Wohnung ausgecheckt haben müssen. Ich schätze mal so 11, 12 auch. Aber da sind wir wahrscheinlich eh schon bald unterwegs. Ich würde mal sagen, dass wir es um 11 aufbrechen, oder? Zum Flughafen. 11 Uhr schon. Ja, okay. Ja, scheiß safe. Also lieber ein bisschen eher, als den Flug zu verpassen. Und jetzt, Leute, seht ihr eine neue Aussicht. Wow. Links oder rechts? Wo ist jetzt dieser Picorevo? Das kann doch nicht sein, was die Freundin uns gesagt haben. Also hier geht's jetzt richtig steil runter. Komm. Dürfen wir auch nachher wieder hochlaufen? Pack deinen fetten Arsch. Lauf los. Jetzt einfach von hinten so ein Tritt. Bam. Einfach mal Meter sparen. Einfach mal Meter machen. Beiseite, du Wichser. Beiseite mit Mach Platz. Beiseite mit dir Rückringverdiener. Alter. Boah. Du kannst halt auch echt nur eine Stufe gehen, ne? Weil sonst wächst sich aufs Maul. Deswegen waren die auch so verschwitzt, die vorbeigelaufen sind. Ja. Du weißt, was geil wäre? Ich denke, so ein Taxi oder so gibt es nicht wieder zurück zum Stadtpunkt. Helikopterflug. Ich ganz ehrlich, ich würde einen taken. Wow. Die Stufe ist insane. Boah, was meinst du, ist nachher in den Oberschenkel gezwiebelt, ey. Ja. Für die Gains. Und nochmal fürs Protokoll. Wie steil das ist. Oha. Entspannt. Vorhin waren es 6,1. Jetzt sind es noch 3,9. Immer noch fast das Doppelte. Aber ich fühle mich noch relativ fit. Ja, gut, wir sind jetzt einfach bergab gelaufen. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Das war auch mal keine Zeit dazu sagen. Wir werden nachher so ölen, ne? Ja. Wir haben halt jetzt noch das Glück, dass die Sonne halt noch so tief steht, dass wir halt noch viel Schatten haben. Ja. Später ist die halt Kerzen gerade über uns. Ja. Die Fickscheiße. Verdammte Fickscheiße. So. Kurzes Zwischenupdate. Wir sind nur am Berg hochlaufen. Das ist anstrengend, aber wir sind auch gleich schon oben. An dieses Oberschenkel zwecken ganz schön. Und da sind wir auch schon oben. Ich glaube, das ist das, was sie gemeint haben. Jetzt geht's wieder bergab, du denkst schon, du bist oben. Jetzt geht's wieder runter, dann geht's wieder hoch. Alles fit? So, Endspurt. Gerade kam ein Schild mit nur noch 500 Meter zum Gipfel des Picorevo. Erreicht. Auf dem höchsten Berg Madeiras. Das ist echt der höchste Berg Madeiras. Also entweder der da hinten oder der da hier. Also, sonst gibt es ja keine höheren. Würde man ja sehen. Die Grüben oder so sind auch hohe Berge. Ja, aber die sind ja höher. Wir stehen noch höher als die. Meinst du? Da hinten ist der Gipfel, da klettern wir jetzt hoch. Und dann haben wir unser Tagesziel erreicht. Dann dürfen wir wieder entspannte 6 Kilometer zurücklaufen. Vieles geht bergauf, ja. Ich würde sagen, wir cracken unten erstmal ein Bier, oder? Ja. Yeah. Und rauchen erstmal auf entspannt eine. Die Frage ist halt, was meinst du? Denkst du,
Wir müssen jetzt noch mehr Höhenmeter laufen, wie jetzt gerade eben auf dem Hinweg? Nee, ich glaube nicht. Du denkst, es gibt sich nichts? Ich glaube, dass wir jetzt zum Schluss viel mehr Höhenmeter gemacht haben, als insgesamt auf der Strecke. Aber bei der Anfangsstrecke waren schon gut viele Treppen gewesen, ne? Ja, aber ich glaube im Großen und Ganzen... Das hat gut reingescheppert. Ich glaube im Großen und Ganzen sind wir schon mehr hochgelaufen. Das hat schon gut reingescheppert. Halt die Fresse. So. Halt fest. Perfekt, das ist am Film. Wie hast du gesagt? Dann hatten wir da noch ein Bierchen gekillt. Danke. Check. Richtig und wichtig. Haben wir nochmal alles angespannt. Ich stelle keine Höhenmeter. Andi. Er hat's gepackt. Halt's mal. Chillig, oder? Easy. Ich bin egal. Da gibt's bestimmt Eis, wollen wir mal schauen? Ja, sehe ich. Bekommst du deine wohlverdiente Belohnung, Andi? Hält dir kein Eis. Glaube ich, nehme auch eins. Mal gucken, was Gutes gibt. Ja, nur Fruchteis, ich will kein Milcheis. Fruchteis? Ja. Ja, ich bin auch eher der Fan von. Okay, ich hätte beides gerne eigentlich. Beides gern, aber heute aber jetzt zur Erfrischung. Frucht ist schon Frucht ist besser. Frisch. Fruchtig frisch. Links, rechts, da gibt's doch schon eine Eiskarte. Ja. Das ist mein Gebot. Calippo. Oh ja, ich find's wert. Nee. Doch, gibt Calippo Lime. Was denn noch 2 Euro? 2 Euro, das stinkt mir noch. Solero. Scheiß auf, nimm ich Calippo. Ein schönes Magnum. Sicher? Ja. Selbstbedienung, oder? Ich davon aus. Ja. Muss ich wahrscheinlich vor, muss das zahlen. Einfach mal nehmen und gehen. Was sind die Fische eigentlich oder was? Was sind die? Was sie für einen Wind machen, ne? Das sind schon echt hässliche Vögel, tut mir leid, aber. Die sehen auch nicht mal so ganz gesund aus. I ain't scared of dying, but I'm scared of living. Cause every time I talk, I hurt somebody's feelings. Learn to be alone, I don't care much. I just sold my soul for a fair price, 100 bands. Fuck it, they don't understand, no it's not
unser vorletzter Tag hat begonnen. Wir geben jetzt gerade das Auto ab. Yes. Dieses Auto hat uns die letzten Tage begleitet. Ein schöner Peugeot 208. War auf jeden Fall ein sehr stabiles Auto. Ziemlich neu. Klimaanlage, Display innen drinne. Was will man mehr? Und ja, jetzt geht das Ding wieder zurück. Danke dafür. Hast uns gut begleitet, hast uns überall gut hingebracht. Und ja, was sagst du zum Auto, Adi? War ein gutes Ding, oder? Stabilator war das gewesen. Ja, würde ich auch sagen. Weil 208, das macht Krachen. Ja, wir wollten eigentlich ursprünglich gar kein Auto haben, sondern nur einen Roller. Jetzt hatten wir doch am Ende 5 Tage das Auto und ja, gar keinen Roller. Doch lieber war, als dass wir umgebracht aber werden. Was soll's. War halt ein bisschen teurer, aber passiert. Man lebt ja nur einmal, ne? Eben. Bevor wir im Krankenhaus landen und tot sind, weil wir uns irgendwie vom Roller drin geschrubbt haben, war das dann doch ein bisschen angenehmer. Auf jeden Fall. Und viel schneller. Ja, ich brauch nicht. Hallo Andi. Moin Johann. Und? Heute geht's wieder heim? Ja, freust du dich? Gar keinen Bock, lass mal eine Woche dranhängen. Heute geht's zurück. Leider. 7 Tage gingen sehr schnell vorbei. Ich bin am schnell vorbei. Aber wir sind auch wieder froh, jetzt mal wieder heimzukommen. Absolut, das ist absolut gelogen. Der Hurensohn, der geht mir langsam auf die Eier. Der mir auch. Schön, dass du da auch wenigstens auf die Grenze nicht sagst, der mir auch. Eine halbe Stunde ist Boarding. Gucken, ob wir pünktlich reinkommen, weil der Flieger hat anscheinend wieder 20 Minuten Verspätung. Aber mal gucken, wie es wird. 15 Minuten. Ne, 20 Minuten. Das sind jetzt nur 15.50 Uhr doch. Ja, und 15.30 Uhr ist ja normalerweise 15, regulär. 15.30. 15.30. 15.35 Uhr, glaube ich. Nein, 15.30. Also 20 Minuten Verspätung, aber ist auf jeden Fall noch besser als in Frankfurt, weil da hat man ein bisschen länger Verspätung. Da ist unser Flieger. Gleich geht's zurück. Bist du ready? Ja, du bist. Jetzt mal. Ich bin so tief im fertig. Wetter ist auch jetzt dezent beschissen, wo wir hier wegfliegen. Aber Glück für uns. Ich würde sagen, ich bin sowas wie von ready, ich bin sowas wie von fertig. Ich glaube, das geht gut. Hechtzwerge, Hechtzwerge, Hechtzwerge hoch! Hechtzwerge, Hechtzwerge, go, go, go! Ist ganz schön hoch, ey! Mal kurz irgendwas. 27, ne? Ja. Liebe Gäste, herzlich willkommen an Bord. Bitte bestaunen Sie Ihre Handgepäck auch unter Ihrem Vordersitz und halten Sie den Gang frei, damit alle Gäste zügig ansteigen können. Da unser Flugzeug gerade bedankt wird, nehmen Sie Ihren Sitzplatz ein, lassen Sie Ihren Sicherheitsgurt ausnahmsweise geöffnet und halten Sie alle Kreuzchengeräte aus. Platziere dich hin. Halten Sie alle Gänge sowie Notausgänge frei. Verregnet in Deutschland. Geil. Gelandet. Ja,
Thank you.